Willkommen zurück zu Total War Warhammer 3. Wir spielen Kugas. In der letzten Folge haben wir uns mit einer fetten War-Armee angelegt und sind glücklicherweise gut da wieder rausgekommen. Wir leben alle noch, wenn auch nicht so richtig, aber wir leben alle noch. Jetzt kommt hier die zweite War-Armee. Mit Eistrollen und allem möglichen Mist da drin. Ja. Cultist of the Fly Lord. Was auch immer. Wir lassen das jetzt laufen und schauen, was passiert. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld. Ich habe extra nichts gebaut. Aber wir haben jetzt ein bisschen Geld. Damit wir nicht so schnell bankrott gehen. Und wir gucken, was jetzt passiert. My life shortens. Und gehen in den nächsten Turn. So, die Armeen hier sind weg. Jetzt haben wir ihn hier. Mal sehen, was er vorhat. Wir haben jetzt hier noch gerade so ein Ritual, wollte ich gerade sagen, ausgeführt, um zu sehen, dass die Krankheiten sich ausbreiten. Oh, da ist Grimgorg selbst. Der geht da rein. Der will nicht zu uns. Aha, doch, will er doch. Will er doch. Ja, gut. Ja, das dachte ich mir, die sind tot. Stop that, okay. Aha, wir regenerieren, also doch, ich wollte gerade sagen, also irgendwie haben wir hier nicht regeneriert. Das ist gut. Wir machen gar keine langen Fackeln, würde ich sagen, weil wir fackeln nicht lange so rum. Wir greifen jetzt hier sofort an. Wir müssen einfach jetzt alles benutzen, was geht. Und schon wieder das gleiche Theater. Ah! Ich nehme an, das ist wieder die gleiche Scheiße wie gerade, oder? Obwohl, warte mal. Diesmal ist hier niemand in der Nähe, nicht wahr? Lass sie gammeln, würde ich sagen. Ja, lass sie gammeln. Eben. Väterchen liebt auch dich. Du gehst weiter gucken, was da oben los ist. So, kommen wir zu unseren Helden der Stunde hier. Kommst du an? Ich ahne es schon wieder, du kommst nicht an. Doch, gut, geschafft. Das Ding werden wir jetzt wohl verlieren. Oh nein, das ist da, wo unsere Rekruten herkommen. Dann solltest du jetzt schnellstens rekrutieren. Solange das noch geht. Hol dir zwei davon. Hol dir noch zwei davon. Oder drei. Oder vier. Oder fünf. Scheiß drauf. So. Oh nein. Oh nein. Das ist viel zu viel. Dass er das vorher nicht anzeigt, ne, was die kosten, Mann. Scheiße, wir müssen die tatsächlich alle wieder wegmachen. Ach, ist das ätzend. Mann, das ist so super nervig. Die sind ja auch alle halb tot schon wieder, ne? Ja. Die gammeln immer noch. Die gammeln immer noch vor sich hin. Immer noch. Ist das ätzend? Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Die haben gegammelt, weil da Sumpf ist. Und nicht, weil das. Das hat mich gerade in der vorletzten Folge so irritiert, ne? Die fangen nämlich an zu gammeln hier, wenn du nämlich zu viel Schulden hast.
Schließ das mal ab. So. Dann haben wir den nämlich hier wenigstens gleich zur Rekrutierung, wenn er das kaputt macht. Ja, ja. Ach, das ist doof, ey. War das doof. Nee, jetzt nicht nochmal. Ich hab eh kein Geld mehr. Oh, der macht mir aber Sorgen. Der macht mir Sorgen. Und vor allem, der kann bis hier hinlaufen, ey. Der kann bis da hinlaufen. Und du so? Oh, du kommst keine 10 Meter, okay. Dein großer Auftritt, mein Freund. Du musst jetzt dahin. Du musst da jetzt hin. Nee, bestimmt nicht. Hm. Haben wir aber kein Geld für. Und wie gesagt, du lässt ihn jetzt hier ein bisschen rumgammeln. Auf geht's. Also der kann sich das hier nicht lange erlauben. Entweder kommt er gleich raus. Ach du Scheiße. Ja, ja, ja. Mach es. Imrik, mach es. Oh, gut. Gut. Also dieses Spiel, manchmal ist es so unheimlich unvorhersehbar, manchmal total, ne? So, siehst du wohl. Wir sind einigermaßen fit, bis auf der eine da, aber jetzt haben wir einen richtigen Halszauber. Was ist das? Waffengrundschaden verstärken, das ist ja ein War, ne? Ja, klar. Du bist Stufe 1. So, da bin ich wieder. In der Zwischenzeit ist ein ganzer Tag vergangen, weil immer wenn ich gestern dieses Gefecht hier starten wollte, ist OBS abgestürzt. Jedes Mal. Und ich habe mir jetzt eine andere Version von OBS besorgt. Außerdem habe ich mir jetzt Vulkan Capture dazu installiert, damit OBS weniger oder damit der Rechner weniger belastet ist bei der Aufnahme. Weil wir spielen hier sowieso alles mit Vulkan. Und das ist jetzt ein kleiner Versuch. Wir werden das mal hier wegtun und ihm geben. Weil momentan ist er ja die einzig fliegende Einheit. Und daher muss er sich so ein bisschen um die Geschütze und was weiß ich sowas hier, solche Dinger hier kümmern, ne? Und ein paar Bogenschützen ausschalten. Weil ich glaube, er kann seine Furien erst nach einer gewissen Zeit holen. Wir werden es sehen. Ich meine gelesen zu haben, dass er das erst kann, wenn er nur noch so und so viel Leben hat oder so. Ich weiß es nicht mehr. Oder war das was anderes? Egal. Er ist auf jeden Fall mittendrin und kann das dann um sich rum machen. So. Schauen wir mal kurz. Seuchenhüter. Ne, die kann er sofort holen tatsächlich. Ja, ist das ja geil. Dann kann er die nämlich sofort gleich da hinten auf die Geschütze da. Die werden ja da ganz irgendwo hinten stehen. Schicken. Wollen wir hier hin? Hm. Warum nicht? Hier so zwischen die beiden Steine. Pass auf. Du kommst hier hin. Dreh dich bitte mal. Nee. Wie war denn das so? Dreh dich mal bitte so. Und die Nörgis wieder um dich rum.
Aber wir müssen echt mal. Ich hoffe, dass wir hier langsam mal rauskommen aus dieser Ecke hier hinten. Damit wir dir ein paar Nörgelis wegnehmen können. Das sind echt zu viele. So, einmal das. Einmal abschließen. Achso, abschließen. So. Helden kommen hier hin. Und, genau. Und, ihr. Stellt euch erstmal hier hin. Dann können wir uns gleich dann davor packen. Irgendwie so. Jo. Schauen wir mal. Oh ja, Schnecki, dich vergesse ich auch jedes Mal, ne? Schnecki kann erstmal dahin, kann dann gleich da in die Ecke. So. Kugas, du gehst mal. Beziehungsweise er geht mal. Ne, nur Kugas. Kugas kann man hier schießen. Und ihr stellt euch mal erstmal hier so auf. Dann kommt ihr nämlich von hinten nicht angegriffen werden. Wo wollt ihr hin? Ihr bleibt bitte hier. Ich will nur, dass Kugas hier schießt. Schnecke, du kommst hier hin. Du kommst dahin. Und Kugas, du gehst mal ein Stück vor. Hier so hin. Wo ist Kugas? Der ist da gar nicht mit drin. Deswegen klappt das auch nicht. So. Bitte da. Halt mal kurz an. Oder mach mal langsam bitte. Will dich da haben, sonst sehe ich dich immer nicht. So. Jetzt kommt die 1 mal bitte hier hin. So. Du greifst da an. Wir können jetzt wieder die normale Geschwindigkeit machen. So. Du holst jetzt deine Furien. Und die gehen da hinten hin. Los, komm schon. Komm, herkommen. So, zack. Wo wollt ihr hin? Ach Gott, ja. Ich habe euch jetzt nicht mehr auf einen Knubbel gesägt. Scheiße, na gut, ist das so. Ach, das ist eine Scheiße. Okay. Also, ihr stellt euch jetzt hier so drüber. So. Ja, es läuft alles aus dem Ruder hier. Alles klar, gut. Kugas, du gehst in den Nahkampf. Ach, ist das blöd. Angriff. Völliges Chaos, okay. Los. Solange keiner bei dir ist, Kugas, kannst du auch schießen. So, schieß. Du gehst hier hin. Du gehst dahin. Schnecki, du gehst jetzt hier hin. Und ihr greift da an. So. Kugas. Mach die mal ein bisschen fitter hier, die Jungs. Und lass die angreifen. Ihr geht hier hin. Greift da bitte da an. Ihr greift wieder da an. Zack. Einmal hier durch. Zack. Wo ist mein Held? Ja. Wäre am liebsten, wenn du gegen die da kämpfen könntest, ne? Hol mal ein paar Seuchenhüter. Stell die mal da hin. Ach, musst du da wieder hinlaufen? Das ist ja bescheuert, ne? Ihr geht vor. Du greifst jetzt hier an. Kommt her. Zack. Ihr kommt jetzt hier hin. Komm. So. Zack. Kugas. Einmal heilen bitte hier. Einmal ein bisschen Wind. Hier. Ihr sollt da raus, habe ich gesagt.
Machen wir ein bisschen Nahkampfreflexion dahin. Und jetzt machen wir ein bisschen Heilung in die Richtung. Komm. So. Mal ein bisschen abbremsen das Ganze hier. Und noch ein bisschen Heilung in die Richtung. Wo ist mein Held? Nein, du sollst mit dem da kämpfen, habe ich gesagt. Nicht mit den anderen. Mit ihm. Das lässt du mal bitte sein. So. Schneggy. Schneggy kämpft bitte da. Die Seuchenhüter machen hier weiter. Ist richtig. Gut. Wir brauchen noch ein bisschen Wind hier. Einmal so da durch. Trifft zwar die Seuchenhüter, aber scheiß drauf. Wo ist die Schnecke? Die Schnecke. Die Spinne. Da. Du machst hier weiter. Und die hier werden ein bisschen gedebufft. Komm mal hier in die Richtung. Weiter, 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 weiter. Jetzt kannst du auch übrigens mal in den Nahkampf gehen hier. Und jetzt machst du mal deine das hier an und das da an. Wir heilen da. Held. Es ist kein Held. Du bist der Held. So. Du kämpfst immer noch gegen die Falschen, Mann. Hier hin. Geh da jetzt hin. Nervig. So. Bitte. Kugas. Der ist gut. Hier kannst du vielleicht sogar so einen Nörglingsscheiß mal rausholen. Jetzt hast du ein bisschen Platz da. Hier geht man da rüber. Und Kugas Servalo geht auch dahin. Ihr habt die Spinne gleich fertig da. Finde ich gut. Bremst die mal aus da. Kugas. Greif hier an. Wo sind die Nörgelis? Ihr gebt mal dahin, bitte. Und bumm. Naja. Irgendwie, ne? Auch nichts Ganzes hier. Was mit. Oh Gott, ey. Komm her. Du bist einfach nicht zu fassen da hinten. Komm, 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 komm. Gut. Meine Güte. Die Spinne tot? Gut. Hier. Einmal bitte auf ihn. Du gehst jetzt hier rein. Und mach jetzt hier mal ein bisschen Stress. So. Okay. Du greifst jetzt damit an. Du greifst. Einmal so. Einmal das. Einmal das. Spinne. Spinne.
Bin mir nicht sicher, ich glaube, wir haben was verloren, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ging jetzt super. Du wirst auf jeden Fall diese Spinne umbringen. Und du wirst den umbringen. Kugas, du kannst doch mal schießen auf ihn hier. Du wirst auf jeden Fall nochmal geheilt. Und du wirst auf jeden Fall nochmal gebremst. Gut. Schnapp dir die auch noch. Spinne ist tot. Gut. Kugas, kannst du noch was heilen? Unbedingt die da. Oh Gott, wo sind die? Komm mal her. Gut. Noch einer, der geheilt werden muss. Ja, ey, nochmal auf euch. Und auf euch. Gut, 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 gut. Können wir noch eine Heilung machen? Nein, können wir nicht. Vielleicht hier nochmal. Nein, geht auch nicht. Okay, dann sind wir fertig. Nein, es hat keiner. Es ist niemand gestorben. Krass, okay. Also, natürlich sind wir gestorben, aber alle Einheiten haben zumindest überlebt. Nein, ein Nörgling ist tot. Dann ist das so. Ja, das ist hart hier oben. Aber erstmal haben wir jetzt hier alle Armeen, die in Sichtweite waren, geschlagen. Vielleicht sollten wir den Rest hier noch ausrotten. Aber die schlimmsten Viecher sind weg. Diese Spinnen, ey, die sind super, super scheiße. Die halten echt viel aus. Die Sache mit den Furien fand ich ganz gut. Hat mir gefallen. Ja, nee, solange wir hier oben sind, nehmen wir alles an Verlustverstärkungsrate mit, was geht. Jetzt kommt er hier angewackelt. Zwei? Ach so, er hat ja ein War dabei. Ah, Gott, Gott, Gott. Ja. Waffengrundschaden. Ja, das wird wohl nichts werden, fürchte ich. Wenn wir weglaufen, laufen wir in die falsche Richtung. Das heißt, der andere kommt auch nicht hinterher. Naja, das müssen wir jetzt so machen. Kriegst du die Führerschaft? Ja, ich fürchte, du wirst verlieren. Seppel, ich fürchte, du wirst verlieren. Aber wir werden es versuchen.
Gott, der hat auch noch so Eistrolle dabei. Und sowas. Okay, wir haben diesmal ein paar Faulfliegen. Die können sich darum kümmern. Und Kavallerie haben wir auch. Und der Rest muss blobben. Ganz ohne Scheiß. Wir gehen hier auf den Berg. Was kannst du eigentlich? Ach, du bist ja Nahkampf. Genau, du bist hier der Zauberer. Und du kannst nicht zaubern. Das ist gut. Wir müssen definitiv jetzt hier blobben. Alles andere hat gar keinen Sinn. Und mit der Kavallerie chargen wir hier und da mal rein. Wäre richtig geil, wenn wir bis hier hinkämen. Frogos. Ihr könnt euch im Wald verstecken, oder? Wie, könnt ihr nicht? Wieso nicht? Wieso könnt ihr euch nicht im Wald verstecken? Scheiße, na gut. Dann müsst ihr von da hinten los. Und ihr ebenfalls von da hinten los. Fang an. Komm hier hoch. Das? Okay. Beschuss ist ätzend, aber die Fliegen kriegen das gleich hin. Ist so ein Stein! Oh Gott. Den habe ich nicht gesehen. Fliegen wieder weg. Ja, ja, ja. So, wir bleiben jetzt hier. Wo sind die Bogenschützen? Ich sehe sie nicht. Egal, nehmen wir das. Du kämpfst gegen ihn. Du kommst in die Mitte. Der War geht los, alles klar. Wir senken sie ab. Faulfliegen, wo seid ihr? Da. Rein da. Frösche sind irgendwie ertappt worden. So wie das aussieht. Du bitte hierhin. Du hierhin. Einmal heilen. Einmal Wind. Einmal das. Problem ist, dass du natürlich keine Regeneration machst. Einmal hier hin. Ihr zwei müsst da kämpfen, unbedingt. Die müssen gesenkt werden. Durchblasen. Bisschen langsamer wäre ganz nice, so. Speaks.
Zack. Das schaffen wir nicht. Einmal hier hin bitte. Beziehungsweise nein, viel wichtiger hier hin. So. Fokus, hier geht er ein. Der stirbt gleich. Das wird nichts. So. Einmal hier. Du, bitte, versuch ihn hier zu erreichen und anzugreifen, bitte. Einmal da durch. Bringt nie allzu viel. Einmal das. So, jetzt fangen sie an zu sterben. Das ist gut. Jetzt geht ihr auch nochmal da rein, bitte. Los. Fokus herkommen. Hier rüber. Quatsch, zu weit. So. Bitte beide den Typen angreifen da. Scheint sich sowas wie Angst breit zu machen. Das war ein super Treffer. Schnappt euch den Typen da, los! Triffst du da überhaupt was? Ich weiß es nicht. Noch halten wir den Blockstand. Oh, ihr könnt mal kurz hier reinhopsen, bitte. Ihr werdet das nicht lange aushalten, aber ihr hopst da jetzt rein. Ihr werdet geheilt. Einmal so. Einmal so. Challenge me. Ja, du solltest mal versuchen, da anzukommen bei dem Typen da. Naja, ja. Einmal hier. Komm schon! Der Gobbo, ey, der ist einfach zu heftig. Zack. Ihr haltet auch nicht lange aus. Ja, wir haben jetzt nichts mehr, was gegen die Bogenschützen hilft, ne? Jetzt sterben wir. Das war's. Dagegen können wir nichts tun. Der Gobbo überrennt uns jetzt. Seppel hat überlebt? Nee. Er. Ach ja, er ist ja ein Mensch. Er lebt sich, er dingst sich ja nicht auf. Er löst sich ja nicht auf. Ja. Bye bye, Seppel. War schön mit dir.
Trolle, ey. Die haben richtig zugezimmert. Aber nicht viel. Ne, die haben eigentlich gar nicht so viel gemacht. Am schlimmsten waren die Ork-Jungs hier. So, jetzt sind wir aber auch schon viel zu lange dabei, ne? Ja. Mal orientieren hier, so. Ja, ja, jetzt nimmt er uns das weg. Ganz klar. Boah, ey, das ist immer auch der gleiche Turn hier. Ach, so. Experiment. Du gehst mal kurz da rein. Battle. The ultimate experiment. Ja. Ja. Bye bye, Seppel. Geplündert. Verloren. Moderates Einkommen haben wir jetzt wieder hingekriegt. Weil Seppel tot ist, ne? Klar. Eine Obsidian-Rüstung könnten wir kriegen. Wenn wir ein zyklisches Gebäude, ein Levia. Und das hat auch funktioniert. Solche, wo? Ja. Ein neuer Kult. Wo hier? Aha, gut. Heiltrank, Obsidian-Rüstung. Oh, das ist gut. Onkel Verunkel ist da. Hilft uns hier noch nicht allzu viel. Wir müssen jetzt hier zusehen. Wir haben jetzt 14.000. Das heißt, wir kriegen jetzt eine Armee hoffentlich zusammen, die sich gewaschen hat. Pass auf. Wir nehmen nochmal einen davon. Wir nehmen nochmal einen davon als Blocker. So, dann haben wir hier Barbaren. Aber wir haben keine Barbaren mehr. Schade, schade. Dich brauchen wir auf jeden Fall. Dann müssen wir Chaoskrieger nehmen. Und ein paar Erhabene. Nutzt ja nichts. Wir machen tatsächlich immer noch Plus. Das ist ja unglaublich. Okay. Wo ist denn unser Held, den wir da überlebt, der überlebt hat? Das ist der da. Okay, pass auf. Dann schmeißen wir. Auf euch legen wir zusammen. Dann haben wir nämlich wieder einen frei. Du gehst da rein. Das muss reichen. Du bist aufgestiegen. Direkt 2 Punkte, Chris Kampftraining und Klingenmeister. Und jetzt musst du dich mit dem War hier rumschlagen. Tut mir leid, aber was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Wie lange dauert das? 5 Runden, ne? Mache ich jetzt nicht. Weil ich gehe davon aus, ich bin mir nicht sicher, ob wir das verlieren. Was mir ein bisschen Mut macht, ist, dass Imrik jetzt Grimgok angreift. Könnte mir aber auch vorstellen, dass er das verliert.
Ja, ja. So, wir werden jetzt mal, wir haben sowieso schon einen zu wenig. Dann holen wir jetzt den Onkel Verunkel, wa? Weil Verpester sind bei dir ganz gut. The most infectious Onkel Verunkel, genau. Loda, oh, ey, du bist so ein Lahmarsch. Gut, hier bauen wir was nicht. Wir wollten hier, wir müssen hier Korruption machen, definitiv. Aber irgendeiner fehlt. Ach nein, das geht dem. Na gut, dann ist das so. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das mit Kugas hier schaffen, hier hoch zu spazieren. Das wird spannend. Aber wir sind jetzt schon so weit über der Zeit. Wir machen morgen weiter. Tschüss.